Deutschland steht vor großen Herausforderungen durch andauernde Hochwasserschäden. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich spricht sich deswegen für das Aussetzen der Schuldenbremse aus. Die Ampelpartner seien gut beraten, sich offen mit der Frage zu befassen, ob die Ausnahmeregelung nach Artikel 115 neben der Ukraine- und der Ahrtal-Katastrophe nicht auch für dieses Ereignis anzuwenden ist, sagte Mützenich dem digitalen Medienhaus Table Media. Es sei absehbar, dass die zusätzlichen Mittel für Schadensausgleich, THW, Katastrophenschutz und Deicherneuerungen die Länder und Kommunen finanziell überfordern, so Mützenich. Die FDP sei informiert, dass wir die Hochwasserhilfen in die aktuellen Haushaltsgespräche einbringen wollen, sagte der SPD-Fraktionschef. Dennis Rohde, der haushaltspolitische Sprecher der SPD im Bundestag, pflichtet dem bei. Noch ist das gesamte Ausmaß der Flutschäden nicht absehbar, aber für genau solche Fälle haben wir die Möglichkeit, die Schuldenbremse auszusetzen, im Grundgesetz stehen, sagte Rohde dem